Denn die UN-Klimakonferenz, die in Lima stattgefunden hat, die ist hier heute Thema einer Regierungserklärung von Barbara Hendricks. Und darüber will ich mich unterhalten mit meinen heutigen Gästen und den letzten in diesem Jahr, die ich ganz herzlich begrüße. Matthias Mirsch ist da, der umweltpolitische Sprecher der SPD, und Oliver Krischer, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen. Herr Mirsch, es ist besonders nett, dass Sie gekommen sind, denn bei allem Unbill hin und her, Sie haben heute zugesagt, Sie haben heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Und weil wir kurz vor Weihnachten sind, will ich Ihnen das hier gerne mal überreichen. Und Herr Krischer, damit Sie nicht so traurig gucken, Sie kriegen auch einen bisschen kleineren, ja, muss auch sein. Also mitgebracht hat man aus Lima, um da anzuknüpfen, relativ wenig bei der UN-Umweltkonferenz, die ja Paris vorbereiten soll im Dezember kommenden Jahres. Ist nicht viel rausgekommen, sagen die Kritiker, oder stimmt das nicht? Naja, teils, teils. Also ich glaube, wir haben uns alle mehr erhofft. Aber ich würde sagen, Lima ist ein wichtiger Schritt gewesen zu Paris hin, weil die internationale Staatengemeinschaft einen Mechanismus vereinbart hat, der was Neues ist. Nämlich, dass die einzelnen Staaten ihre Minderungsziele melden und damit eine Transparenz geschaffen wird, die zu Diskussionen in den nächsten Monaten, Jahren sorgen wird, wo der Druck auf die einzelnen Staaten steigen wird. Also nicht mehr ein großes Abkommen wie damals Kopenhagen von oben herab, sondern von unten aufwachsend. Das ist, glaube ich, ein Mechanismus, der wirklich erfolgsversprechend ist. Internationale Politik, da muss man ja immer dicke Bretter bohren, im Gegensatz zur Innenpolitik, wo es dann doch häufig schneller geht. Aber ich habe das Gefühl, gerade bei der Umweltpolitik, da sind die Bretter meilenweit. Jetzt hat man sich geeinigt, bis April sollen also die Staaten ihre Klimaziele vorlegen. Nach welchen Kriterien? Ja, man muss natürlich einfach berücksichtigen, die Industrienationen haben viele, viele Jahre lang schon emittiert, haben das Klima schon belastet, und die weniger entwickelten Länder sagen jetzt, da muss es jetzt auch Vorleistung, da muss es auch finanzielle Leistung geben. Und ich glaube, das war eigentlich wieder die große Enttäuschung von Lima, dass es hier wieder so einen Gegensatz gegeben hat zwischen Industriestaaten und armen Ländern. Und ich glaube, da müssen wir raus, da müssen auch die Industrienationen, allen voran Deutschland, zeigen, dass sie nicht nur beim Klimaschutz machen, sondern dass sie auch bereit sind, für die Klimafolgen finanziell für die ärmeren Ländern etwas zu tun. Also ich glaube, hier braucht es schon klare Signale von Deutschland. Aber China hat ja durchgesetzt, dass das gar nicht verifiziert werden muss, wenn ein Land im April also das Klimaschutzziel X vorlegt. Da können auch Mondzahlen genannt werden. Ist denn das sinnvoll, dieses Verfahren? Naja, ich glaube, dass China natürlich noch einen langen Weg braucht, sich überhaupt unter einem Weltabkommen zu vereinigen. Aber der Mechanismus, wenn China beispielsweise, was ich nicht hoffe, völlig unrealistische Zahlen vorlegen würde, dann würde die Debatte losgehen auf internationalem Terrain. Und wir haben auch in Lima schon gesehen, dass die einzelnen Staaten, die sehr weit sind, nicht mehr akzeptieren, dass andere bremsen. Und insofern kommt eine neue Dynamik in den Prozess. Das ist alles mühselig, und ich gebe Olli Krischer vollkommen recht. Wir haben leider wieder gemerkt, wie Nord-Süd aufbricht, wie die alten Feindseligkeiten der zivilisierten, in Anführungsstrichen, und entwickelten Welt versus der Schwellenländer wieder aufgebrochen ist. Da müssen wir noch ganz viel Vertrauensbildung leisten. Umso froher bin ich, dass mit Deutschland ein ganz wichtiger Player da ist. Ban Ki-moon hat das in seiner Eröffnungsrede ausdrücklich betont, die Initiativen der deutschen Bundesregierung gelobt. Insofern haben wir eine gute Reputation auch auf internationalem Terrain. Nun ist das für Deutschland leichter, denn Deutschland ist ein reiches Land. Gerade die ärmeren Länder sagen auch, wir brauchen Hilfe. Da sollten ja 100 Milliarden Dollar schon bereitstehen. Die sind bis heute nicht da. Woher nehmen Sie den Glauben, Herr Krischer, dass diese Hilfe gerade für die ärmeren Länder in den nächsten 12 Monaten noch zustande kommt? Ja, das wird die ganz große Herausforderung sein. Wir haben bisher in dem Topf 10 Milliarden und das nur insgesamt. Und es sollten eigentlich 100 Milliarden pro Jahr werden als Klimahilfe. Und das wird noch jetzt die Anstrengung sein, deutlich zu machen. Es ist eine gemeinsame Investition. Es nützt allen, wenn man in diesen Topf investiert und hier tatsächlich auch Klimagerechtigkeit herstellt. Da ist sicherlich noch einiges zu arbeiten. Aber es ist einfach wichtig auch, dass über diese Themen geredet wird, dass immer wieder die Debatte darüber stattfindet. Und deshalb finde ich auch alle Unkenrufe, die immer sagen, diese Klimakonferenzen bringen nichts, sind deshalb falsch, auch wenn die Ergebnisse immer enttäuschend sind. Aber am Ende bleibt das Thema auf der Agenda. Und ich habe doch die Hoffnung, dass, da bin ich durchaus bei Matthias Mirsch, dass der Druck Richtung Paris so groß wird, dass auch viele andere sich noch bewegen werden und auch zeigen werden, dass sie etwas tun müssen.
um das Klimaziel einzuhalten, 2 Grad mehr bis zum Jahr 2100, müssten Riesenanstrengungen stattfinden, sagen Wissenschaftler. Die Tonne CO2 ist jetzt mit 5 Euro belastet. Man rechnet vor, um dieses Ziel zu erreichen, müssen es mindestens 20 Euro sein. Das sagt sich so leicht. Wenn man das umsetzen würde, das hat ja massive Auswirkungen auf alle möglichen Bereiche. Ist denn das überhaupt noch realistisch? Naja, bis 2100 ist noch ein weiter, weiter Weg. Deswegen bin ich nicht so viel dafür, immer über 2100 zu sprechen, sondern wir sollten 2020 als erstes uns vornehmen, 2030 dann als nächste Etappe, so wie die Bundesregierung es jetzt in Deutschland gemacht hat. Da haben wir ein großes Problem, dass der Emissionshandel augenblicklich auf europäischer Ebene überhaupt nicht funktioniert. Insofern ist es richtig gewesen, jetzt, dass die Bundesregierung gesagt hat, gerade von den Kraftwerksbetreibern wollen wir zusätzlich 22 Millionen Tonnen Einsparung sehen bis 2020, damit wir unser Klimaschutzziel von 40% Minderung erreichen bis 2020. Denn das ist eine Form von Glaubwürdigkeit. Und mit Glaubwürdigkeit kann man dann auch auf internationaler Ebene mehr erreichen. Das ist das Entscheidende. Und was ist das Entscheidende für Paris? Was glauben Sie, wird der Hauptknackpunkt sein? Jetzt in Lima hat man lange verhandelt, Nacht nochmal drangehängt. In Paris gilt's dann wirklich? Ja, es werden am Ende 2 Punkte sein, welche Minderungsziele, welche Beiträge wollen die einzelnen Staaten leisten und welche finanziellen Beiträge können und wollen die Industrienationen leisten. Das wird am Ende die gemeinsame Mischung sein, wo auf deren Basis dann ein Abkommen entstehen könnte. Und da ist es nun so, naja, Matthias Mösch sagt immer, Deutschland ist da der Vorreiter. Deutschland lebt von den Lorbeeren der Vergangenheit, das muss man einfach sagen. Das, was im Moment hier an Klimaaktionsprogramm angekündigt wird. Das klingt gut, aber es sind Luftbuchungen, es sind Maßnahmen, wo bisher überhaupt nicht klar ist, wie es umgesetzt werden soll. Und das wird natürlich in Paris auch eine Rolle spielen, dass möglicherweise das, was hier an schöner Show in Deutschland gemacht worden ist, was auch vielleicht Ban Ki-moon erstmal beeindruckt hat, dass das eben am Ende dann nicht die Substanz hat, die viele sich davon versprochen haben. Ja, Herr Mesch, der Bundesrepublik stellt die Umweltorganisation German Watch ein relativ schlechtes Zeugnis aus, nur auf Platz 22 der 58 größten Emittenten. Dabei sind wir ja gerade, was die Abschaltung der AKWs angeht, ganz weit vorne. Ist das vielleicht auch ein Problem, weil wir die Kohlekraftwerke weiter betreiben müssen? Nein, das glaube ich nicht. Aber wir haben ein Problem, dass in den letzten 4 Jahren schwarz-gelber Bundesregierung fast nichts in dieser Sache passiert ist. Und solange man es immer weiter rausschiebt, desto größer werden die Probleme dann, um die Ziele letztlich noch zu erreichen. Insofern ist das, was jetzt vorliegt, ein Programm. Und natürlich ist es auch Aufgabe der Grünen, es kritisch zu hinterfragen. Aber es wird die Aufgabe des Parlaments sein, in den nächsten 6 Monaten tatsächlich aus diesem Programm Gesetze zu gießen. Und wenn dieses Programm so umgesetzt wird, wie es jetzt angelegt ist, dann glaube ich, werden wir auch im Ranking ganz weit oben wieder sein. Themenbruch, Herr Krischer, in dieser Woche haben wir 1 Jahr große Koalition. Wenn Sie A, die Bilanz ziehen und B, mir noch mal sagen, ob Sie nicht doch manchmal daran zurückdenken, dass die Grünen ja eigentlich hätten mit der CDU/CSU regieren können. Ja, also was wir in 1 Jahr große Koalitionen erlebt haben, ist, dass Geschenke verteilt worden sind, dass man ein Wohlfühlprogramm gemacht hat, dass Angela Merkel die deutsche Politik weiter sediert hat, dass es eine Entpolitisierung gibt. Und das ist schon eine Bilanz, die nicht in die Zukunft gerichtet ist. Zukunftsinvestitionen finden nicht statt. Unter dem Mantra eines ausgeglichenen Haushalts wird alles geopfert, wird alles, was notwendig ist, übrigens auch der Klimaschutz. Wir haben 0 Investitionen in Klimaschutz. Die Programme werden zurückgefahren, obwohl auf dem Papier anderes angekündigt wird. Also die Bilanz der Großen Koalition ist vielleicht ein bisschen auf das Hier und Jetzt ausgerichtet, aber für die Zukunft ist das gar nichts. Und da ist das schon eine ganz große Enttäuschung. Aber was vor 1 Jahr war, Sondierungsgespräche mit der Union, da war keine Bereitschaft, da wollte man nicht mit Grünen zusammenarbeiten, das ist vorbei. Jetzt setzen wir uns mit der Großen Koalition auseinander und da ist die Bilanz ernüchternd. Die GroKo hat natürlich eine riesen Mehrheit hier im Deutschen Bundestag. Und wenn man den Koalitionsvertrag von vor 1 Jahr anguckt und mal sieht, was die GroKo im 1. Jahr abgearbeitet hat, dann ist bis hin zur Maut eigentlich fast alles erfüllt. Da muss man fragen, was bleibt denn eigentlich noch? Na, ich glaube, wir haben noch eine Menge vor uns. Ich habe eben gerade die Umsetzung des Klimaschutzaktionsprogramms angesprochen. Aber ich will doch noch mal sagen, ich finde, es sind keine Wohltaten gewesen, sondern es ist vor allen Dingen so etwas wie der gesetzliche Mindestlohn gewesen. Das ist eine Zäsur. Das ist etwas, wie der Staat Würde im Arbeitsleben definiert. Und insofern bin ich sehr froh über die Dinge, die wir hier schon in dem 1. Jahr beschlossen haben. Da sind viele, viele SPD-Forderungen umgesetzt worden. Und insofern, glaube ich, kann sich die Bilanz nach 1 Jahr sehen lassen. Herr Mirschel, weil Sie heute Geburtstag haben, dürfen sich was wünschen, politisch gesehen, was wäre das fürs nächste Jahr?
Ja, das glaube ich ist schon. Das Thema Klimaschutz ist mir ein Herzensthema. Und insofern würde ich mir sehr wünschen, dass wir in Paris mit einer ganz gestärkten nationalen Politik auch auftauchen können. Herr Krischer, Herr Miesch, vielen Dank, dass Sie da waren. Frohe Weihnachten und noch einen schönen Geburtstag.